The title of our new single is Where's the Love? Where's the Love? Where's the Love? It's basically about Where's the Love? Ihre große Liebe haben die drei süßen Hanson-Brüder zwar noch nicht gefunden, aber der Erfolg läuft ihnen hinterher. Nächste Woche erscheint Where's the Love? Es ist Rock'n'Roll. Mbop war definitiv ein Pop-Song. Where's the Love ist klassischer Rock'n'Roll. Es gibt ein Gitarren-Solo und auch sonst unterscheidet es sich vom Mbop. There's a guitar solo in it and there's a lot of different things from Mbop. Auf der anderen Seite hat es aber das gleiche Feeling. Das ist der 60er, 70er Jahre Motown-Klassiker. 60s or 70s Motown, it's got some of that feel. Der Text des Songs stimmt nachdenklich. Es geht um mangelnde Nächstenliebe. Im Clip zeigen die Jungs, dass es auch anders sein könnte. Eigentlich fängt die Geschichte mit einer Romanze zwischen einem Jungen und einem Mädchen an. Aber am Ende ist dann die ganze Welt mit einbezogen. Das ist es, worum es geht. Where's the love? And so that's basically what it shows. Starts out with more of a relationship and then ends up being more of the whole world. Der Clip strahlt pure Lebensfreude aus. Er wurde in 2 Drehtagen realisiert. Wir haben das Video in London gedreht. Es war wirklich cool. Die Locations waren ein Kraftwerk, die Waterloo Station. Und wo eigentlich noch? An vielen verschiedenen Stellen. Es war wirklich klasse, mal in einer anderen Stadt zu sein. Bei der am 4. September in New York stattfindenden Verleihung der MTV Video Awards sind Hanson als die besten neuen Künstler nominiert. Vor Fans können sie sich kaum retten. Trotzdem bleiben die Shooting Stars ganz bescheiden. Der Rummel trifft jede Band. Dabei ist es völlig egal, wer du bist. Es geht gar nicht um dich, sondern darum, dass du in einer Band bist und auf der Bühne stehst und dich in der Öffentlichkeit bewegst. Auch wenn jemand deine Platte kauft, heißt das noch lange nicht, dass du toll bist. That you can't think that you're so great because you know because it's you're not, wenn es nämlich nicht du bist, dann ist es jemand anders. So ist es. Natürlich hat der Erfolg auch seine Schattenseiten. Die Jungs sind ständig unterwegs, Interviews, Fototermine, Auftritte. Außerdem werden die Schulpflichtigen vormittags von ihren Eltern unterrichtet, aber Zack Taylor und Isaac tragen es mit Fassung. Wir haben ja uns hier. Ja, wenn wir zu Hause sind, dann tun wir die Dinge, die man zu Hause eben liebt. Wir spielen Computerspiele und treffen unsere Freunde. Ja, wir schaffen es tatsächlich, sie zu sehen. Gehen ins Kino. Alles ganz normal. Viel Zeit wird ihnen dazu aber nicht bleiben, denn Hanson geben den Fans, was sie erwarten. Ich denke, dass wir Ende des Jahres in den Staaten auf Tour gehen und anschließend nach Europa kommen. Und Deutschland steht garantiert auf dem Plan. Wir werden ganz sicher nach Deutschland kommen. Jetzt setzen wir erstmal unsere Radio-Promotion-Tour durch die USA fort. Wir sind also schwer beschäftigt, aber ich bin sicher, wir kommen zurück. Wer schon einmal einen Vorgeschmack auf die Live-Qualitäten des Geschwistertrios haben möchte, der sollte übernächste Woche Bravo TV auf keinen Fall versäumen. Dann zeigen wir euch die Jungs bei einem Live-Auftritt in Frankreich.